Hi, heute ein Video zur Z50 und zwar die Z50 mit dem Sigma Art 18-35mm. Ich finde, das ist eine mega gute Kombi für Porträts. Wir schauen uns auch gleich Bilder an. Ich war mit der Kamera los und habe zusammen mit Sarah Fotos gemacht. Wir waren im Hamburger Hafen unterwegs. Dieses Objektiv ist sozusagen eine Wucht, weil ich habe eine Offenblende von 1,8 und dieses Objektiv deckt quasi zwei Festbrennweiten ab. Also entweder benutze ich die Kamera mit 18mm oder mit 35mm, dazwischen eigentlich kaum. So, und hiermit habe ich, es ist ja eine, die Nikon Z50 ist ja eine Crop-Kamera im Gegensatz zur Z6, der Vollformat-Kamera. Dadurch ist sie ein bisschen kleiner, der Sensor ist ein bisschen kleiner. Und ich muss das umrechnen, wenn ich quasi in Vollformat-Millimetern, also dem sogenannten Kleinbild-Äquivalent denke, dann habe ich mit den 18mm ungefähr 27mm, also ein cooles Weitwinkel, eine sehr gute Weitwinkel-Optik, und mit den 35mm habe ich ein bisschen über 50mm, die sogenannte Normalbrennweite, wo ich weniger Verzerrung habe, aber auch natürlich deutlich näher ran muss. So, und diese beiden Objektive, 28mm und 50mm, sind quasi meine Lieblingsbrennweiten. Und mit dem Sigma Art 18-35mm habe ich das quasi in einem Objektiv. Und das gibt es für Vollformat nicht. Es gibt das 24-70 mit 2,8. Da finde ich das 18-35mm, also dieses 24-70 2,8, das gibt es für Vollformat von Nikon Original oder auch Sigma. Aber ich finde, was mich interessiert, sind umgerechnet in Vollformat so ungefähr 24 oder 28 bis 50, und das deckt dieses genau ab. Natürlich hier mit 18 bis 35, weil dieser Crop-Faktor mal 1,5 noch drauf muss. So, und meiner Meinung nach ist ein Crop-Format mit einer Offenblende von 1,8 entspricht ungefähr das dem, was ein was bei Vollformat einer Offenblende von 2,8 entspricht. Und und ich habe aber 18 bis 35, also es deckt idealerweise meinen Aufnahmebereich ab. Ich liebe dieses Objektiv. Ich hatte das Objektiv schon mal an einer Nikon D7500. Aber da hatte ich das Problem, dass da ja ein sogenannter Phasenautofokus verbaut ist. Das heißt, die Entfernungsmessung passiert tatsächlich physikalisch. Und der war nicht so präzise, wie ich mir das erhofft hatte, insbesondere beim Zoom-Objektiv. Ich mag es, mit Offenblende zu arbeiten, mit Offenblende zu fotografieren. Und wenn dann der Autofokus nicht sitzt, ist das sehr schade. Und wenn irgendwie 40% der Bilder Ausschuss sind und nicht scharf sind, dann ist das irgendwie uncool. So, und das ist der Vorteil, der Riesenvorteil der Z50. Es gibt keinen Spiegel mehr, sondern die Daten kommen direkt auf dem Sensor an. Und es wird halt wirklich geprüft, die Kamera stellt scharf, wenn das Bild auch tatsächlich scharf ist. Und deshalb funktioniert dieses Objektiv, deswegen habe ich es mir wieder besorgt, dieses Objektiv so mega krass gut an der Z50. Es gibt keinen Bildausschuss mehr. Und fotografieren macht ultra Spaß. Zudem habe ich auch die Möglichkeit, mal gucken, ob ich das mal ganz schnell noch zeigen kann, bevor wir uns die Bilder angucken. Ich habe die Möglichkeit, hier bis an den Rand meinen Fokuspunkt zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Foto im Hochformat mache und, ach, ist lustig, jetzt sehe ich sogar mein Spiegelbild. Oh Gott, jetzt muss ich um die Ecke denken. So. Und wenn ich jetzt hier oben das Auge hinhaben will, dann ist das überhaupt kein Thema. Dann funktioniert das. Und das Problem bei
beispielsweise der Nikon D750 oder allen Spiegelkameras war, dass ich mit den Fokuspunkten gar nicht so weit an den Rand kommen konnte. Das heißt, der Effekt, den ich merke mit der Z-Serie, ist auch, dass ich meine Bilder eigentlich so fotografieren kann, wie ich sie gerne später habe, wie ich sie mag. Und ich muss gar nicht mehr croppen, weil ansonsten wäre die Alternative, ich lasse mehr Platz und croppe dann nachher. Und dieses Croppen fällt bei mir eigentlich fast vollkommen weg. So, jetzt gucken wir uns mal die Bilder an, die da so entstanden sind gestern im Hamburger Hafen. Also wir sehen hier ISO 100, offenblendig fotografiert und Brennweite 18 mm, 35 mm, äquivalent 27 mm. Ich gehe einfach mal schnell durch. Das ist so schon mal eins der Favoriten. Das ist jetzt eine weitwinklige Einstellung. Brennweite, ja, 18 mm. Auch 18 mm. Und hier 35 mm. Also ich benutze tatsächlich das Zoom-Objektiv entweder auf Hartanschlag links oder Hartanschlag rechts. Dazwischen, das brauche ich nicht, weil ja, die Brennweite ist ja eher ein kreativer Aspekt. Und nicht dafür, ich benutze die Brennweite weniger dafür, um den Bildausschnitt zu definieren. Dafür kann ich ja halt mich zum Objekt hin oder weg bewegen. Und es war auch relativ schnell, waren die Bilder im Kasten. Wir hatten eigentlich gedacht, wir sind länger unterwegs. Und nachdem diese Bilder entstanden sind, ja, cool, alles klar. Jetzt Kaffee trinken und ich fahre schnell früher nach Hause und kann mich schon mal an die Bildbearbeitung machen. Mag ich auch sehr, 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 sehr spontan dieses Bild. Das war unter einer Autobahnbrücke und vom Licht her super spannend, eine super spannende Location. So, das sieht doch wieder nach 35 mm aus. Ja, vielleicht nicht ganz getroffen, 32 mm. Aber im Prinzip benutze ich es tatsächlich auf 18 mm oder auf 35 mm. Ich bin aufs Feedback gespannt, was Sarah von den Bildern hält. Das mag ich auch sehr. So, das waren die ersten Bilder mit meiner Z50 zusammen mit dem Sigma Art 18-35. Ich finde, das ist eine super Kombi. Man hat zwei Festbrennweiten in einer sozusagen und muss nicht die Objektive wechseln. Genau, ich glaube, die Z50, die werde ich häufiger für Outdoor-Shootings benutzen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt mache ich mich mal ans Drucken. Bis dann. Ciao.